Wann ist Ihnen eigentlich deutlich geworden, dass Jude zu sein für andere Leute ein Problem ist oder sein kann? Ich denke, ich war 5-jähriger damals oder etwa weniger, weil damals es war möglich, die Reden von Hitler zu hören im Rundfunk, im Radio. Und damals, ich hatte eine schöne und liebe solche Erzieherin oder Kindergärtnerin oder Fräulein gehabt, sie war Hilda. Und sie kam von Bayern. Ich denke, ein Metzger war sein Vater. Ihr Vater. Und sie war zu mir sehr, sehr lieb. Aber sie war begeistert von den Reden von Hitler. Seine Stimme war mir nicht angenehm und nicht interessant, aber dann habe ich gehört, dieses Wort Jude sehr oft. Und es war nicht freundlich. Das habe ich verstanden. Dann habe ich meine Mutter gefragt, wer ist eigentlich dieser Hitler? Meine Mutter sagte nichts Gutes über ihn. Und vielleicht sagte so etwas, dass dieser Mann möchte uns töten. Und dass wir sollen nicht hier sein. Ja, so, ich habe keinen guten Eindruck darüber und ich dachte, dass irgendwie es stimmt nicht, dass Hilda, die so lieb ist, mag diese Rede. Wie ist es möglich? Ist sie dumm oder wie viele Seelen hat sie? Und das war auch später irgendwie ein Erlebnis, dass Menschen haben verschiedene Seelen, dass auch Menschen, die sonst höflich und freundlich sind, plötzlich sind grob geworden. Oder kehren weg oder schweigen oder sagen etwas Unangenehmes. Und irgendwie, ja, ich habe auch später das verstanden, dass eine solche Massenerziehung, was auch Pro-Nazi-Bewegungen schaffen könnten, und dann die kommunistische Parolen und Doktrinierung. Jeder sagt, wen soll man hassen? Wer ist der Feind? Wer sind die Bösen? Und ich war meistens der Böse, weil ich war Jude, nicht wahr, bis der Sturz der deutschen und ungarischen Staat.